Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Lego The Movie Game. Ich bin Marv und wir müssen jetzt hier versuchen, irgendwie rauszukommen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Ob wir da irgendwie hochklettern können. Was jetzt unsere Möglichkeiten sind. Können hier so ein bisschen was kaputt machen. Das ist nie verkehrt. Nach unten können wir nicht mehr, weil die, wie ihr seht, wahnsinnig scharf auf uns schießen. Und irgendwie nicht so wirklich unsere Freunde sind. So, hier kommen wir aber so auch nicht weiter. Wenn ich hier so ein bisschen rumplaniere, geht es auch nicht. Kannst du vielleicht auf den Knopf drücken? Nee. Aber hier haben wir noch etwas. Oh, und nicht runterfallen. Ah ja, schau mal, wir können das jetzt hier so. Und du baust uns das mal eben schnell zusammen. Die Kameras können wir leider nicht abschalten hier. Aber die wüssten ja eh, dass wir jetzt hier sind. Also von daher. Was ist das denn? Wie halte ich mich da fest? Hallo? Ah ja, das macht er automatisch, wenn er hoch genug ist. So. Natürlich gefährlich, wie ihr seht. Die schießen wie verrückt. Jetzt zusehen, dass ich hier weiterkomme. Bevor sie mich irgendwie abschießen. So. Immer schön vorsichtig. Wollen wir das auch schnell mitnehmen? Ja, wir sind so mutig. Okay. Oh no, was ist das denn jetzt gewesen? Wo bin ich denn da jetzt gestorben? Okay, sie haben mich wahrscheinlich mit den Lasern getroffen. Aber das ist bei den Lego-Spielen ja so, wir bekommen relativ schnell wieder unsere Lebenspunkte wieder. Es ist kein Problem, wenn wir getroffen werden. Man sollte nur versuchen, halt nicht direkt im Feuer zu stehen. So, sehr gut. Wow. Ah, da kommen wir so aber nicht rein. Wir brauchen auf jeden Fall den Kleinen hier oben. Der kommt so aber noch nicht hinterher. Holy shit. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier rüberkommen. Wo das denn jetzt? Oh, really? Das kostet so viele Punkte. Nein, nein, nein. Ja gut, dann wechseln wir mal auf unseren Kollegen. Muss ich jetzt wirklich runter? Nee, muss ich nicht. Das sah nur so aus. Kann der darüber? Nee, der kommt da oben nicht ran, ne? Schauen wir mal, ob wir jetzt rüberkommen. Ja. Das war nur dieser eine, der da oben noch ein bisschen Stress gemacht hat. So, hier. Mit meinem Karate-Move habt ihr nichts auszusetzen, Leute. Als Freundin von Batman hat man so einige Tricks gelernt. Da kannst du Gift drauf nehmen. So. Können wir den runterlassen? Ja. Einmal. Oh. Abwärts. Dann muss der gute Kollege hier eigentlich auch durchkommen können, ne? So. No! Oh. Gut, egal. Oh oh. Feurio! Oh! Wait up! I need to fix the junction box down here. Aber zack, zack. Pronto, würde ich sagen. Pronto, pronto. So, einmal hier, den drehen wir da rein, den schrauben wir da ran. Schnell nach oben gedreht, einmal hier unten reingesteckt und schon können wir das Problem beheben. So, Strom ist wieder hergestellt. Kannst rüberlaufen, Mädchen. Viel Erfolg. So, achso, das machst du wieder hier. Fix it Felix, fix it Emmett hier, ne? Der kriegt das auch hin. So, einmal aufwärts bitte. So, wunderbar.
Und hinein in die gute Stube. Es ist ihn ganz cool. Und er packt sich erstmal auf die Schnauze. Oh, Sir, you're brilliant. We'll build a motorcycle out of the alleyway. Funny story. Not my first time in a trash can. So, warte mal, was mache ich jetzt hier? Den, den und den. Und da springt sie jetzt in so einem coolen Lego-Move dahin. And one of them, some of these. I'll have that, all of these. Whoa, hey, what? How are you doing that? Tja, als Meisterbilder ist das kein Problem. So, zack, zack. Shouldn't motorcycles have two wheels? It's not finished, sir. Oh. Sir, can you drill out some more bricks for me? Well, it's kind of breaking the rules, but okay. Aber na gut, nur weil ich ein paar Regeln breche. So. Da ist noch einer. Thank you, sir. Zack. Hier. Den machen wir auch noch. Bisschen was kaputt machen. That's it, sir. Solange der Chef nichts mitbekommt, ne, ich meine, dann kannst du ja einfach mal hier so ein bisschen in der Gegend was kaputt machen. So, einmal nach oben, ne, da muss ich sie wieder dabei haben. Weil du kannst da oben ran. Okay, that should be enough. Oh, und was bin ich denn jetzt zerquetscht worden? So, schön alles einsammeln. Die ganzen Punkte, die wir verlieren, müssen ja irgendwie kompensiert werden. Kannst du das hier machen? Ne, da brauchen wir irgendjemanden, der das schmelzen kann. Ach, ich kann da dran speichern. Das ist natürlich super. Das ist auch mal wichtig zu speichern. Sonst machen wir einfach so weiter und dann irgendwann geht's vielleicht nicht mehr. So, jetzt verscheuchen wir hier die Katzen. Ah, die verrückten Katzenlady hier wieder unterwegs ist. So, das soll es gewesen sein. Wir wollen uns jetzt hier wieder dem Spiel widmen. Meisterbauer. 1, 2, 3. Feuer. Sir, you can drop the act with me. It's cool. That's not going to fit. That did fit. You got lucky on that one. Whoa, that's awesome. Ja, das ist doch ein nettes Motorrad. Jump on. You've broken a lot of laws and a lot of things in the last minute. Let's go. Will you please tell me what is happening? I'm rescuing you, sir. You're the one the prophecy spoke of. You're the special. Me? You found the piece of resistance, and the prophecy states that you're the most important, most talented, most interesting, and most extraordinary person in the universe. That's you, right? Yes, that's me. Great, you drive. What? What? Der gefällt mir. Super, du fährst. Wo will sie denn hin? So, Mädchen, du bist dran. Zack, zack, zack. Oh no, da müssen wir ganz schnell gegen ankämpfen. Also vom Spiel her, ja, finde ich es bisher gar nicht so schlecht. I need to get closer to those vehicles in front of us, sir. Okay, let me try something. I'm gonna lose my driver's license over this. So, den, den und den. Hey, what? Wow, what are you doing? Hey, this isn't meant to be a convertible. Okay. If you fall off, I'll try not to run you over. Sir, I need you to shoot the valve on the back of this truck. You want me to shoot lasers? Whoa! Hey, wait up! Oh, die geht ja ab hier.
Also steuern kann ich den nicht, den Kollegen. Oder? Kann ich den steuern? Oh, jetzt habe ich den da sogar erwischt gleich. Ich kann nur die Laserkanone abfeuern. Wie alles Mögliche kaputt machen, was hier rumfährt. Dauerfeuer-Abenteuer, ne? Auch auf der Autobahn, im Lego-Style. Oh. What? Wollte doch da jetzt hin, so. Okay, dann kommen wir darüber. Sie hat doch gesagt, du sollst dich zurückhalten. So, schnell abschießen. Aim for the back of that tow truck, sir. To the back von was für ein Truck? Von dem hier? Hier, auf den. So, warte mal, vielleicht springe ich da erstmal rauf, bevor wir das machen. So. Oh. Man muss es auch nicht so richtig verstehen. Ich meine, warum sie, wenn sie jetzt schon so ein tolles Motorrad hier hat, dann dementsprechend irgendwie so über die Autos rüberspringen muss. Ach du Schande. It's all right, sir. I'm safe. That's great. Am I? Pick on something your own size. So, erstmal die Kleinen jetzt zerstören. Awesome. Okay, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. So, den haben wir. Hier haben wir den und den Kollegen. Oh, oh. Das ging gerade nochmal gut. So. I can see something in the back of that truck. Sir, shoot the back door for me, will ya? Klar, Mädchen. Ah, wo ist mein Laser? Da ist er. Well, that hunch really paid off, didn't it? Wie irre, ey. Oh, warum ging das denn jetzt nicht automatisch? Okay. So. Oh. So, einmal darüber. Zack. Guten Flug, Kollege. Sir, I can't make that jump. Kein Problem, ich bin schon dran. That very nearly smushed me. That was perfect, sir. Yep, it was exactly how I planned it. Er ist so ein Player, ey. Der Emmett. Hm. Die sind nicht so wahnsinnig gut auf uns zu sprechen, glaube ich. Sir, I have a plan. We need to make a ramp to get over those SWAT vans. So you need to destroy all the cars on that transport. Machen wir das einfach mal. Zack, zack, zack. So. When I tell you to, sir, you'll need to floor it. This bike has a throttle, not an accelerator. Will that be a problem? Very funny, sir. So, den, den und... Was ist der dritte? Der. Okay, go! Hurry! I'm going as fast as I can!
Schön. Level abgeschlossen. Emmet mit dem Teil des Widerstands und den Mülleimer auf dem Kopf. Wild Style mit der Kapuze Ice Cream Joe. Wer auch immer das ist. Okay, wir haben 100%. And everything is awesome. Genau. Alles klar, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marv.